kleinstes deutschsprachiges Anlegermagazin. Der Herr da vorne, der Herr Lafay, hat mich angesprochen gestern, wir müssten, das ist Fishing for Compliments oder Licht unter den Scheffel stellen, wir müssten eigentlich intelligentestes deutschsprachiges Anlegermagazin heißen. Naja gut, ich traue mir das nicht selbst zu beurteilen, aber wir sind in der Tat das kleinste allgemeine Anlegermagazin in Deutschland. Aber das Thema heute ist gutes Geld und ich kann Ihnen sagen, der Grundgedanke eines guten Geldes ist sehr, sehr einfach. Nämlich, wenn das Geld an sich nicht stimmt, wenn es falsch ist, wenn es krank ist, dann stimmt auch alles andere nicht. Und Sie haben jetzt in diesen gestern und heute sehr viel darüber gehört, was alles nicht stimmt. Eigentlich stimmt es, um es mal ein bisschen lapidar zu sagen, hint und vorne nicht. Sie haben auch gehört, dass es daran liegt, dass zu viel Gier unterwegs ist, dass zu wenig Verantwortung übernommen wird, dass zu wenig Maß gehalten wird und so weiter und so fort. Stimmt alles. Ich würde nur sagen, mich befriedigt diese Begründung, nehmen wir mal die Gier der Manager oder der Banker, wie sehr derzeit sehr in den Mainstream-Medien diskutiert wird, mich befriedigt diese Diskussion nicht, denn ich sage mir immer, waren denn die Leute vor 100 Jahren weniger gierig oder vor 200 Jahren? Haben sich die Menschen geändert? Haben sich die Gene geändert? Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, sondern ich glaube, das Umfeld für die Menschen hat sich geändert, nämlich ziemlich genau vor 100 Jahren. Und dieses Umfeld hat den natürlichen Trieben, die im Menschen stecken, und da ist im Prinzip auch eine Gier da, die hat jeder von uns, jeder möchte immer mehr haben, wenn er denn könnte, hat ein Umfeld geschaffen, in dem diese Triebe eben ins Unendliche sich ausleben können. Natürlich nicht für jeden, sondern nur für die, die an der richtigen Stelle sitzen. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Wie gesagt, ich kann das, was in diesem Heft steht, das sind 130 Seiten, kann ich nicht jetzt in dieser halben Stunde erläutern. Das ist klar. Ich kann ein paar wichtige Punkte rausarbeiten, die mir persönlich wichtig sind und wo ich glaube, wenn man die 3, 4 Punkte verstanden hat, dann weiß man im Prinzip auch, um was es darin geht. Letztendlich sind es aber knapp 40 Artikel, in denen wir versuchen, die einzelnen Facetten eines guten Geldsystems, aber auch eines falschen Geldsystems herauszuarbeiten. Und das heißt, ich werde jetzt in meinem Vortrag auch immer wieder darauf verweisen, dass ich das jetzt nicht besonders stark ausführen kann und Sie können es dann gerne hier nachlesen. Es sind übrigens verschiedene Autoren hier mit dabei gewesen, die das mitgestaltet haben. Ich mag an erster Stelle meinen Kollegen Christoph Berking hervorheben, der das Ganze gestaltet hat. Wir hätten das aus unserem normalen Betrieb heraus gar nicht tun können, aber auch Redner wie hier Thorsten Polleit haben mitgeschrieben, Steffen Krug war gestern auf der Bühne hier, der hat hier mitgeschrieben und viele andere auch. Ich kann sie alle jetzt gar nicht erwähnen. Also danke an die alle. Entscheidend ist erst einmal zu verstehen, dass dieses Geldsystem, was wir jetzt haben, kein gutes Geldsystem ist. Das sollte Ihnen eigentlich auch schon aufgefallen sein, wenn Sie die letzten Vorträge gehört haben, gestern und auch heute. Irgendwas ist mit diesem Geldsystem nicht in Ordnung. Und diese Karikatur zeigt im Prinzip, dass wir es mit einem Fiat-Money-System haben, wo ein paar Götter im Geldhimmel, wenn man so will, der Herr Bernanke soll das wohl sein, ich denke mal, das ist der Karl Marx, der über allem ideologisch thront vielleicht auch, wer ist da noch? Der Herr Trichet, glaube ich, und ich weiß nicht ganz, der Herr Rechte, Herr, weiß ich nicht, wer das ist. Also das sind die Leute, die darüber zu entscheiden und dafür sorgen, was wir an Geld bekommen, in welchem Maße es wächst, die Geldmenge, in welchem Maße es gestaltet ist. Und dadurch läuft eben die Welt in einer Suppe, in einer grünen Suppe aus, das wären dann wahrscheinlich Dollars, aus Geld. Entscheidend für ein Fiat-Money-System ist, dass Geld aus dem Nichts geschaffen wird. Das heißt, über den Kreditakt der Geschäftsbanken, das wurde ja hier auch schon ein bisschen verdeutlicht, und das funktioniert auch nur deshalb in unserem Geldsystem, weil dahinter die Zentralbanken stehen, die als Lender of Last Resort, also als Darlehensgeber der letzten Instanz, den Geschäftsbanken im Prinzip das erst ermöglichen. Denn die Geschäftsbanken verletzen im Prinzip die Fristenkonkurrenz. Sie geben der Geschäftsbank 100 Euro auf ihr Girokonto und was macht die Geschäftsbank damit? Die verleiht es für ein Jahr an irgendwen anders.
kommen Sie jetzt zu der Geschäftsbank und sagen, ich möchte die 100 Euro wieder, denn Sie haben ja keine Frist mit ihr vereinbart, Sie bekommen ja praktisch auch keinen Zins dafür, dann kann die Geschäftsbank Sie nicht mehr ausbezahlen, denn die hat es weiter für ein Jahr verliehen. Verstehen Sie? Das ist der Bruch, der darin passiert. Natürlich hat sie sehr viel mehr Kunden, natürlich läuft es sehr viel differenzierter noch ab, aber das ist der Bruch. Würden jetzt alle Leute mit Girokonten zugleich auf die Bank zu gehen und würden sagen, ich will mein Geld haben, könnte die Bank nicht auszahlen. Dann wäre offensichtlich, dass sie also ihre Sorgfaltspflicht verletzt hat. Was würde in diesem Fall passieren? Sie geht zur Zentralbank, zum Darlehensgeber der letzten Instanz und holt sich dort das Geld. Das passiert ja auch immer wieder. Und stellen Sie sich mal vor, Sie machen das mit einer Wohnung. Sie vermieten eine Wohnung oder mieten eine Wohnung für 3 Jahre und der Vermieter vermietet sie nach 3 Monaten schon weiter an wen anders. Das geht nicht. Diese Wohnung gibt es nur einmal, man kann sie nicht öfters vermieten. Aber genau das wird in unserem Geldsystem gemacht und dadurch kann man durch den Kreditakt laufend und eigentlich beliebig viel neues Geld schaffen und deswegen der Begriff Fiat Money System. Fiat kommt aus dem Lateinisch, heißt es werde Geld aus dem Nichts. Das ist dann das, wie es in der Ökonomik rüberkommt, das heißt, das ist die Kurve, die sich daraus ergibt, dass ich die gesamte Geldmenge, jetzt für den Fall der USA, geteilt durch das Wirtschaftsprodukt der USA teile. Und Sie sehen da am rechten Rand, sind wir da bei 370%. Die Grafik ist schon 2 Jahre alt, also es hat sich mittlerweile schon erhöht. Also 3,7 Mal so viel schwirrt Geld rum, wie die Wirtschaftsleistung ist. Und Sie sehen, dass das seit vielen, vielen Jahren immer nur ansteigt. Und genau das ist der Punkt. Die Geldmenge steigt stärker als die Wirtschaftsleistung. Wir haben also immer mehr Geld rumschwirren, was nach der Wirtschaftsleistung, was nach den Produkten, die erzeugt wird, hinterherjagt. Das ist die Geldmenge, das ist die Verschuldung der USA, nur mal jetzt verdeutlicht. Sie sehen einen riesengroßen grauen Kasten, das sind lauter kleine Paletten, die aufgefüllt sind mit Kartons, die aufgefüllt sind mit 100-Dollar-Noten. Und all das zusammen ergibt ungefähr die Verschuldung der USA von etwa 15 Billionen Dollar im Augenblick. Sie sehen da unten einen Lastwagen, Sie sehen die Freiheitsstatue. Das sind 100-Dollar-Noten, eine gigantische Summe. Das ist also nur mal so zum Versinnbildlichen, was da eigentlich gerade los ist. Dieses laufend zu viel an Geld, habe ich ja gesagt, das jagt nach den Gütern hinterher, verursacht dann auch die Preissteigerungen, die wir haben, wo ich gleich noch drauf komme. Und im Endeffekt werden dadurch erst so richtig diese Wirtschaftszyklen erzeugt, die wir eben so kennen. Das heißt, nehmen wir mal als Beispiel, wie kam es denn zur Immobilienkrise in den USA? Die Zinsen waren nach dem Platzen der Dotcom-Blase, im Jahr 2002, 2003 wurden die Zinsen brutal nach unten gesetzt von der Notenbank. Dadurch wurde ein Anreiz geschaffen, dass viele Leute sich günstig Kredite besorgen konnten und Häuser bauen konnten oder kaufen konnten. Viele Leute auch, die sich es eigentlich nicht hätten leisten können. Und dadurch ist ein neuer Wirtschaftskreislauf zustande gekommen. Letztendlich hat der Staat aber dafür gesorgt, oder die Notenbank, durch die tiefen Zinsen. Das heißt, man hat einen neuen Boom erzeugt, der sich dann irgendwann erschöpft hat, 2007, 2008, und auch das ist wieder geplatzt. Was hat man danach gemacht? Man hat die Zinsen schon wieder brutal nach unten genommen. Ja, das heißt, die Notenbank ist eigentlich immer hinten dran. Sie hebt die Zinsen an, aber erst im Nachgang, wenn der Boom schon voll läuft, erst dann kommt sie hinten nach. Und dann bremst sie sofort wieder ein und geht mit den Zinsen nach unten, wenn eben die Rezession daherkommt. Das heißt, Sie sehen hier an diesem Wolkenkratzer-Index, das ist eben so ein plakatives Beispiel, immer dann, wenn die höchsten Häuser gerade erstellt worden sind, also wenn der Boom an seinem Höhepunkt war, dann konnten Sie im Prinzip sehen, dass danach, 1-2 Jahre später, kam die große Rezession. Also der Ausdruck eines Booms ist quasi, ein noch höheres Haus zu erstellen, ja, den anderen übertreffen zu wollen, und dann kurze Zeit später bricht die wirtschaftliche Situation ein und es kommt zu einer Rezession. Das können Sie fast immer beobachten. Wir haben dieses Beispiel auch im Heft dargestellt. Seien Sie also vorsichtig, wenn in irgendeiner Stadt sehr viele Kräne, sehr viele Baukräne rumstehen. Das heißt, dass sie in 2-3 Jahren mit einer deftigen Rezession rechnen können.
So übrigens in der Stadt, wo ich herkomme, in München, ist es gerade der Fall. Also direkt sogar vor meiner Haustür eine Riesenbaustelle. Und naja, da, ich bereite meine Frau schon vor was, auf was vor. Dieser Konjunkturzyklus ist das, was wir eigentlich als störend empfinden, dieses dauernde Auf und Ab. Und ich glaube, es gäbe ein Geldsystem, in dem es nicht unbedingt so sein müsste. Diese Grafik haben wir gestern beim Herrn Zulauf, glaube ich, war es, in einer leicht abgewandelten Phase oder Fassung gesehen. Seit 1650 sehen wir hier die Preisentwicklung in England. Ja, da gibt es natürlich keine offiziellen Erhebungen dazu. Man hat es aus historischen Schriften versucht, sich zusammen zu reimen. Und Sie sehen, dass eigentlich über 400 Jahre sind es, die Preise relativ stabil waren. Ja, es gab da zwar kleine Zacken drin, die waren durchaus recht groß, wenn man die Skalierung anders aufziehen würde, aber auf lange Sicht war es eine stabile Preisentwicklung. Und Sie sehen auch ziemlich genau, wann diese stabile Preisentwicklung aufgehört hat, stabil zu sein, nämlich ungefähr hier. Und was ist damals passiert? Die Federal Reserve ist eingeführt worden, 1913. Damit auch einige andere Notenbanken in Europa. Und damit hat eigentlich begonnen, die Stabilität im Preisgefüge aufzuhören. Ja, das war der erste Zacken und dann war hier die Wirtschaftskrise 1930, da ging es noch mal ein bisschen seitwärts und dann hat sich eigentlich, ist es durch die Decke gegangen. Wir haben hier noch mal die 1970 die Schließung des Goldfensters und das ist ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht, weil damit war sozusagen die letzte Schranke ist da gefallen für die Entwicklung der Geldmenge und die allerletzte ist im Prinzip jetzt gefallen, 2008, 2009, wo quantitativ Easing betrieben worden ist, wo wir Staaten rauskaufen. Das heißt, es gibt jetzt überhaupt keine Grenzen mehr. Jetzt kann beliebig Geld gedruckt werden und im Nachgang geht die Inflation ins Unermessliche. Also diese Grafik, wenn Sie die mal verinnerlichen, da haben Sie im Prinzip schon alles über dieses Geldsystem erfasst, was Sie wissen müssen. Das ist dann, wie sich es in der Realität darstellt, anhand des Goldpreises, wir sind hier beim Öl, anhand des Ölpreises. Sie sehen, dass er bis 1970 relativ konstant war. Das war eben auch mit diesem Schließung des Goldfensters und ab dann ging es nach oben. Sie können aber viele andere Produkte, viele andere Preise, Rohstoffe auch nehmen. Ab 1900 etwa ging es los und in manchen Bereichen eben ein bisschen später. Dieses System ist definitiv alles andere als stabil. Es gibt Leute, die sagen, unter der Bundesbank oder unter der Schweizer Notenbank hätte es ein stabiles Geldsystem gegeben, mit Hinblick eben auf unsere derzeitige Euro-Misere. Dem muss ich widersprechen. Der Euro ist sicherlich ein großes Problem und ich bin kein Verfechter des Euros. Sehr wohl Europas, aber nicht des Euros. Aber der Euro ist nicht unser eigentliches Problem. Hinter dem Euro steht das Fiat-Money-System und das war auch in der D-Mark, das war auch im Schilling und das war auch im Franken so gegeben. Zum Beispiel hat der Franken nach dem Krieg 1945 bis 1900, jetzt zum Beispiel, wo die Bindung im Prinzip an den Euro aufgezogen wurde, hat der im Prinzip 90% seines Wertes verloren. Das müssen Sie mal wissen. Was ist denn daran stabil? Ja. Wir machen nur in der Retroperspektive, wo wir sehen, dass der Euro eben so eine Katastrophenwährung ist, glauben wir, alles andere vorher war besser. Also dieses Geldsystem ist definitiv ein krankes und ein falsches Geldsystem. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ja, was gäbe es denn Besseres? Und da landen wir auf dieser Folie. Es gibt verschiedene Theorien, wie man etwas besser machen könnte. Da gibt es die monetative und da hatten wir gestern schon ein Gespräch mit dem Herrn Dietz. Ich kann nicht sehr stark darauf eingehen, aber im Prinzip geht es darum, dass der Staat die Geldmenge, ich versuche gerade noch, eigentlich müsste diese Folie vorwegkommen, die bringe ich vorweg nochmal. Das Grundübel dieses Geldsystems, das wir haben, das Fiat-Money-System, ist, dass es staatlich orchestriert wird, die Geldmenge und die Zinsen. Und der Friedrich August von Hayek, einer der großen österreichischen Ökonomen, hat gesagt, keine Behörde kann im Vorhinein feststellen, sondern nur der Markt kann entdecken, in einem Entdeckungsverfahren, was die optimale Geldmenge ist.
Diesen Grundsatz haben wir jetzt 100 Jahre lang verletzt. Und genau das, diese Inflationierung, diese Preissteigerung, was wir alles gesehen haben, das ist eben genau die Auswirkung davon. Man lässt den Markt nicht eruieren, was die richtige Geldmenge ist. Stellen Sie sich mal vor, wir würden das im Automarkt tun. Wir würden staatlicherseits festlegen, wie viele Autos wir herstellen, welche Autos wir herstellen, wer welche Autos bekommt. Das wäre doch ein Wahnsinn. Schauen Sie mal an die DDR, die hatten sowas. Ja? Da hatte jeder dann eben einen Trabant. Manche hatten auch einen Lada. Das waren dann Privilegierte. Also dann wird dann auch der Korruption, der Kumpanei, der Seilschaften wird dann Tür und Tor geöffnet. Ja? Da fällt uns auf, dass das absolut unmöglich wäre. Auch bei Möbeln oder bei Wohnungen eine zentrale Planung, das wäre absoluter Unfug und das wäre nicht im Sinne einer Gesellschaft. Beim Geld nehmen wir das einfach so hin. Da lassen wir den Staat entscheiden und die Notenbank entscheiden, wie viel Geld gerade unterwegs ist. Und da Politiker gewählt werden wollen, werden sie es tunlichst vermeiden, eine restriktive Geldpolitik zu fahren. Das heißt, sie werden eigentlich immer mehr Geld produzieren und mehr Geld ausgeben, als sie einnehmen, weil es eben so nett ist, weil man damit wieder gewählt werden kann. Sie haben eben keine Schranke. Es gibt keine Abriegelung für die Geldproduktion. Ja? Deswegen sagt eben der Hayek, der Markt soll es machen. Und wenn es der Markt macht, dann kann es der Staat nicht mehr machen. Dann muss sich der Staat an dem Markt orientieren und dann könnte der Staat nur noch das als Geld ausgeben, was er vorher einnimmt. Was wir eigentlich intuitiv ganz für richtig finden würden, denn wir tun es ja selber auch. Ja? Jedes Geldsystem, das eine zentrale Geldmengensteuerung vorsieht, also zum Beispiel unser jetziges, ist ein schlechtes Geldsystem. Und jede zentrale Geldmengensteuerung, also das, was wir jetzt haben, ist der untaugliche Versuch, eine Volkswirtschaft zu optimieren. Wir kommen wieder zu diesen Gottspielern am Anfang, die im Himmel thronen, die versuchen, uns, unsere Gesellschaft zu optimieren, uns zu erzählen zu wollen, was richtig für uns ist, also was die richtige Geldmenge für uns ist. Diese Mängel in unserem Geldsystem haben sich nun sehr viele Leute vor Augen geführt und haben Bücher darüber geschrieben, haben sich Gedanken gemacht und da gibt es eben verschiedene Thesen, verschiedene Theorien, wie man diese Probleme angehen könnte. Und da gibt es eben diese Monetative, die ich gerade schon angesprochen habe, die ganz klar erkannt haben, dass die Geldmengenvermehrung über unser Geschäftsbankensystem, denn die hängen ja hinten dran an den Zentralbanken und bringen das Geld quasi in Umlauf durch die Kreditvergabe, dass das ein dramatisches Problem ist. Und da gibt es auch gar nichts dagegen zu sagen. Die Schlussfolgerung dort ist, dass wir quasi eine vierte Staatsgewalt einführen, neben den anderen dreien, Judikative, Exekutive und Legislative, die sich nur darum kümmert, Geld auszugeben. Ja? Ich kann, wie gesagt, jetzt nicht sehr stark darauf eingehen, aber mein Kritikpunkt daran wäre, dass wir ja dann schon wieder jemanden haben, der sagt, wie viel Geld gerade unterwegs sein muss. Ja? Der Gedanke dazu ist zwar nicht schlecht von Haus aus, weil man eben die Geschäftsbanken als Kredit- oder Geldschöpfungsmechanismen außer Kraft setzt, aber letztendlich haben wir wieder eine zentrale Stelle, die dafür zuständig ist. Also aus meiner Sicht nicht sehr tauglich. Aber wir haben, wie gesagt, einen vierseitigen Artikel darüber im Heft, lesen Sie das bitte nach. Debitismus ist nicht ganz so bekannt, das ist dieser Paul C. Martin, den Sie da rechts oben sehen, auch ein Kolumnist bei der Bild-Zeitung, der diese Theorie aufgebracht hat. Im Prinzip ist das aber keine neue Theorie, um etwas zu verbessern, sondern er erklärt damit nur, wie dieses Geldsystem funktioniert, dass es eben auf Schulden basiert, dass jedem Geld eine Schuld gegenübersteht, bilanztechnisch gesprochen. Dann haben wir Silvio Gesells Schwundgeld, das ist zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber eine sehr, sehr verbreitete Geldtheorie, die der Praxisbeweis, so zumindest steht es in den Büchern, wurde hier in Österreich erbracht, nämlich in diesem kleinen Ort Wörgl. Ich glaube, in Tirol ist das, wenn mich nicht alles täuscht. Dort wurde das über einige Jahre mal praktiziert. Es geht im Prinzip darum, dass alles Geld mit einer sozusagen Verfallsdatum versehen ist. Und wenn ich 100 Euro auf dem Konto liegen habe, dann habe ich nach einem Jahr nur noch, sagen wir mal, 90 Euro auf dem Konto liegen. Und dadurch habe ich einen automatischen Schwund im Geld eingebaut. Und dieser Schwund, der landet beim Staat und der kann dann seine Kosten damit decken.
Aus meiner Sicht auch dieses Geld ist nicht sehr tauglich, weil es nichts anderes ist als das, was wir jetzt haben. Denn es ist ein automatischer Kaufkraftverlust eingebaut und sorgt dafür, dass die Leute wie wild kaufen oder raus wollen aus dem Geld und rein in die Sachwerte. Für reiche Leute wäre das auch gar kein Problem. Die nehmen das Geld, kaufen sich Gold, Immobilien und sonst was und sind wieder draußen aus diesem Geldsystem. Also wir haben damit nichts verbessert gegenüber jetzt. Ja? Wir haben ja gehört, die Leute gehen in die Sachwerte rein. Genau das würden sie da auch tun. Nur dass hier schon wieder eine staatliche Instanz sagt, wie hoch eben dieser Abzinsungsfaktor sein muss, ob der jetzt 10% oder 5% ist, das wird wieder von oben dirigiert. Das hat wieder nichts mit unserem Leben hier zu tun. Dann gibt es noch Bitcoins, eine Internet- digitale Währung, Regionalwährungen, die sehr viel mit dem Schwundgeldsystem auch zu tun haben. Ich will nicht sagen, dass all diese Methoden falsch sind. Die haben alle auch einen richtigen Gedanken. Aber sie sind doch wieder eine Theorie, die sich irgendwer ausgedacht hat und die er auf alle, auf die Gesellschaft überstülpen will. Und ich glaube, das kann eigentlich nicht funktionieren. Was ist mein Vorschlag oder was ist der Vorschlag der österreichischen Schule? Das ist Free Banking. Free Banking ist ein furchtbarer Name, ich gebe es zu. Und das hat damit zu tun, dass dieses Schwundgeld von Silvio Gesell, der hat klugerweise sehr schnell den Namen Freigeld dafür entwickelt oder benutzt. Warum auch immer, was das mit Freiheit zu tun hat, dieses Geldsystem, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sagt man Freigeld zu diesem Schwundgeld. Ich behaupte, dieses Free Banking System, das müsste eigentlich Freigeld heißen. Denn hier sind Sie komplett frei, welches Geld Sie verwenden, welches Geld Sie annehmen und wie Sie Ihre Tausch- und Geschäftsbeziehungen mit Geld unterlegen. Es gibt Bücher dazu. Wir haben hier das Buch vom Herrn Senholz abgebildet und vom Hayek, die Entnationalisierung des Geldes, also wo man dann nicht mehr ein Geld für jede Nation hat, sondern wo es sich am Markt zwischen freien Unternehmen entwickeln kann. Geld wird demnach durch private und im Wettbewerb stehende Unternehmen geschöpft. Das heißt, die Wirtschaftssubjekte, Sie und ich, die Unternehmen alle zusammen, können sich aussuchen, in welchem Geld Sie sich bezahlen oder bezahlen lassen. Und da kommt schon die Hauptkritik an diesem Geldsystem. Ja, da könnte ja jeder daherkommen, da druckt irgendeine Bank ein paar Scheine und gibt mir das und fertigt mich damit ab. Und ich sitze dann auf ein paar Papierscheinen. Geht natürlich nicht, denn Sie sind ja ein freier Mensch. Sie können ja entscheiden, in welchem Geld Sie sich bezahlen lassen wollen. Sie werden das schon in einem Geld tun oder werden ein Geld fordern, von dem Sie sicher sind, dass es auch werthaltig ist. Was fällt Ihnen da als erstes ein? Gold. Im Zweifel, wenn ich mir unsicher bin, welches Geld ich annehme, nehme ich im Zweifel Gold oder Silber. Weil da weiß ich aus der Erfahrung, aus der Vergangenheit heraus, dass das schon früher einen Wert hatte. Ja. Da muss nicht Gold transferiert sein, das kann auch Hinterlegungsschein sein, das kann wieder ein Zettel sein. Ja. Aber entscheidend ist, dass es durch Gold gedeckt ist. Es kann eine freie Geldproduktion stattfinden in Verbindung mit freiem Bankwesen. Und dazu gehören auch niedrige Eintrittsbarrieren. Wir haben es heute von dem Herrn in der Podiumsdiskussion gehört, dass er im Prinzip durch die Regulierungen komplett eingeschnürt ist, dass er nur noch einen einzigen Weg gehen kann, dass da Absurditäten entstehen, dass man also Staatsanleihen von Griechenland kaufen kann, dafür kein Eigenkapital vorhalten muss und sich bei der Notenbank beliebig viel Geld ausleihen kann. Ja? Also das ist ja ein Gelddruckerlaubnis für die Banken, sondersgleichen. Ja? Absoluter Unfug, was da gerade passiert. Aber Regulierungen, auch wem man welche Kredite geben darf, das Bankierstum ist im Prinzip dadurch total entwertet worden. Das Free Banking System oder dieses Freigeldsystem sagt eigentlich, jeder kann tun und lassen, was er will. Er muss aber auch mit den Konsequenzen rechnen. Es kann nicht sein, dass eine Bank, wie gesagt, nur den Profit einstreicht von einem Geschäft und wenn es dann schief geht, dann geht man zum Staat und sagt, musst uns rausretten. Das geht nicht. In diesem System gäbe es das nicht. Jeder, der einen Fehler macht, muss dafür büßen, zum Beispiel in Form eines Bankrottes. Und es ist die freie Entscheidung der Marktteilnehmer, welches Geld sie akzeptieren. Wenn wir jetzt nun so ein freies Marktgeld haben, dann heißt es, der Staat ist entmachtet.
Und genau hier liegt auch der Punkt, warum wir dieses freie Geldsystem nicht haben, weil der Staat sich nicht entmachten lassen will. Ich habe gesagt, das ist ein freies Geld und wir könnten verschiedene Geldarten zulassen. Und jetzt komme ich schon wieder zu diesem Schwundgeld zum Beispiel oder zur Monetative. Theoretisch könnten all diese Geldarten in dem Free Banking System auch mit drin enthalten sein. Wir würden die alle mitmachen lassen. Denn der Markt an sich, Sie als Marktteilnehmer, entscheiden dann schon, für welches Geldsystem Sie sich entscheiden, welches Geld Sie annehmen. Der Marktprozess würde das Geld herauskristallisieren, welches eben am geeignetsten ist. Also bitte, Schwundgeld, warum nicht? Nur, was ich eben dazu sagen muss, ist, die Schwundgelderianer und die monetative Anhänger, die würden ja am liebsten alle Welt mit ihrem System beglücken. Sie brauchen im Prinzip fast ein geschlossenes System, um ihr Geld durchzubringen oder um ihr Geldsystem wirken zu lassen. Und da fängt das Problem an. Sobald sie sich einordnen in einen kompetitiven Wettbewerb, sage ich, macht alle mit. Und wir werden dann schon sehen, welches Geld sich durchsetzen wird. Vermutlich wird sich das Schwundgeld nicht durchsetzen. Oder haben Sie Interesse daran, dass Ihr Geld, was ja durchaus als Wertaufbewahrung auch dienen soll, jedes Jahr um 5 oder 10 oder wie viel Prozent auch immer einfach an Wert verliert? Sicherlich nicht. Wahrscheinlich wird es Sachgeld werden. Da gibt es dieses Regressionstheorem in der österreichischen Schule, dass man sich eben an dem Geld orientiert, was schon immer Geldcharakter hatte, wo man aus Erfahrung, aus der Historie von seinen Vorfahren weiß, das war schon immer Geld. Ja. Was haben Ihnen Ihre Opas und Omas hinterlassen? Ein Schmuck, Gold, Münzen und so weiter. Wahrscheinlich keine Papiere, Papiergeld. Eher nicht. Und wenn, dann ist es jetzt nichts mehr wert. Damit bin ich schon am Ende. Vielen Dank.